Konflikte gehören zu unserem Alltag. Gibt es Streit am Arbeitsplatz mit dem Vermieter, dem Nachbarn, dem Geschäfts- oder dem Ehepartner, führt der Weg meistens zum Anwalt und vor Gericht. Hier wird dann für den einen und gegen den anderen entschieden. Doch es gibt auch einen ganz anderen Weg, Konflikte beizulegen und konstruktiv Lösungen zu finden. Die Mediation. Mediation ist ein alternatives Verfahren, um Streit beizulegen. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Der Kern ist, dass der Mediator als Vermittler tätig ist. Und das ist einmalig bei allen anderen Methoden, die es sonst so gibt. Also Beispiel, Sie haben einen Streit mit Ihrem Arbeitgeber. Dann trifft man sich und der Mediator ist der Vermittler. Er führt durch das Gespräch und begleitet die Personen auf dem Weg zu einer Lösung. Die Mediation zeichnet sich aus durch Ergebnisoffenheit, Allparteilichkeit, Freiwilligkeit der Parteien, Eigenverantwortlichkeit, Vertraulichkeit und Informiertheit. Im Folgenden nun einige Beispiele für die Mediation in der Praxis. In vielen Unternehmen gibt es Konflikte und häufig dauern diese lange Zeit an und binden Zeit, Geld und menschliche Ressourcen. Im schlimmsten Fall kommt es zum Stillstand der Arbeit. In solchen Fällen bietet ein Wirtschaftsmediationsverfahren eine vor allem nachhaltige Lösung. Nicola Kragert ist Mediatorin, Business Coach und Management-Trainerin in München. Als Mediatorin hat sie häufig mit innerbetrieblichen Konfliktsituationen zu tun. Zunächst muss man sagen, dass Konflikte und Auseinandersetzungen im beruflichen Alltag völlig normal und auch sehr wichtig sind, weil sie bedeuten Weiterentwicklung und verhindern Stillstand. Nur wenn diese Situationen halt nicht wirklich gut konstruktiv gelöst werden, wird es schwierig. Und diese Situation erkennt man eigentlich an zwei Hauptmerkmalen. Das eine wäre der sogenannte heiße Konflikt, offener Streit, offene Auseinandersetzung, wo die Beteiligten wirklich mit hohem emotionalem Engagement ihre Positionen verteidigen. Und das zweite ist eher so eine verdecktere Form der Konfliktaustragung, die sogenannten kalten Konflikte. Da wird eher verzögert, blockiert, man hat den Eindruck, unmotiviertes Verhalten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist ein Mediationsverfahren der richtige Weg für eine nachhaltige Lösung. Das Vorgehen orientiert sich an den 5 Phasen der Mediation. Das heißt, wir starten mit Phase 1, eine Auftragsklärung, Klärung der Rahmenbedingungen und gehen dann über in Phase 2. Da geht es um eine Bestandsaufnahme, um wirklich die Sichtweisen von allen Beteiligten zu erheben, meistens in vertraulichen Einzelgesprächen. Dann hat man die Themen festgelegt, die man in Form von Workshops dann in Phase 3 nochmal mit allen Beteiligten bespricht. Und hier stehen dann tatsächlich die Emotionen, die Bedürfnisse und die Interessen im Vordergrund. Das heißt, alle Emotionen sind gewollt, nicht jedes Verhalten, aber alle Emotionen, sodass man auch Verständnis füreinander bekommt. Dann ist der Weg in der Regel wieder frei, um tatsächlich Lösungsoptionen zu entwickeln. In Form von Gruppenarbeiten werden erstmal alle Ideen gesammelt und dann verhandelt, was soll denn jetzt umgesetzt werden und was geht in Richtung Win-Win-Situation. Und dann werden Vereinbarungen getroffen und die Maßnahmen gesichert und es geht in die Phase der Umsetzung. Das Spannende an Konflikten, das finde ich, es gibt sie überall. Und also Drama, Emotionen, Konflikt, ne, in jedem Bereich, also beruflich, privat, wir haben immer damit zu tun. Und das Schöne ist, dass wenn man sie wirklich konstruktiv nutzt, dann sind wahnsinnige Weiterentwicklungen möglich. Und zwar halt nicht nur für Unternehmen und Abteilungen, dass die ihre Ziele und Zahlen erreichen, sondern auch für jeden von uns persönlich. Deswegen ist ein neutraler von externen Mediator da immer die bessere Lösung. Nämlich der kann sich da besser einfühlen und mit der Mediation, so wie ich es kennengelernt habe, mit den 5 Phasen, eben durch eine Konfliktbewältigung durch durch dieses Feld durchzuführen und zu begleiten. In Deutschland gibt es rund 65.000 Unternehmensnachfolgen jährlich. Und für viele Mittelständler ist die Nachfolgeplanung ein Wunderpunkt. Ohne frühzeitige und gewissenhafte Vorbereitung kommt es dann häufig zu Konflikten oder der Führungswechsel scheitert gänzlich. In diesem Fall, aber besser noch im Rahmen einer frühzeitigen Nachfolgeplanung, ermöglicht die Mediation Lösungswege, die den Interessen aller gerecht werden. Klaus Kögel ist Mediator und Konfliktcoach in München. Mit jahrelanger Erfahrung als Führungskraft in verschiedenen Unternehmen weiß er genau, wie wichtig es ist, das Unternehmen mit Bedacht zu übergeben.
Also die Unternehmensnachfolge ist grundsätzlich ein sehr komplexes Instrument und sehr komplexer Prozess, an dem viele beteiligt sind. Es sind Finanzberater, es sind Juristen, es sind Wirtschaftsprüfer, die sich in erster Linie eigentlich mit der Sachebene der Unternehmensnachfolge befassen. Wir als Mediatoren und Konfliktcoach kümmern uns in erster Linie um die emotionale Ebene, die auch eine ganz entscheidende Rolle spielt bei einer Unternehmensnachfolge. Denn wenn der Zusammenhalt und der Fit, wie man so schön sagt, nicht funktioniert, wenn er nicht verstanden wird, dann funktioniert eine Unternehmensnachfolge nur unzureichend. Ein wichtiges Instrument zur Betrachtung der inneren Strukturen eines Unternehmens ist die systemische Aufstellung. Also in einem Unternehmen gibt es das sichtbare System, die Organisation, das Unternehmen selbst. Und gegenüber müsste man sich vorstellen, dass die Wertewelt des Unternehmens, also ein unsichtbares System, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Unternehmer mit seiner Ehegattin das Unternehmen weitergeben will, dann steht er in der Organisation, vermutlich auch mit seiner Ehefrau an der Seite, in dieser Position. Die Tochter des Unternehmens steht irgendwo so ein bisschen zwischendrin, weil sie natürlich auch ihrer Familie, ihrem Papa und ihrer Mama zugeneigt ist. Und der Schwiegersohn, der eine Rolle in der Nachfolge spielen soll, der möchte etwas verändern, der möchte es modernisieren, der steht in dieser ganzen Wertewelt und in der Organisation an dieser Position. Und insofern kann man, wenn man diese Werte dann an den Personen spiegelt und die Personen zueinander ins Verhältnis setzt, sehr gut feststellen, wie groß das Spannungsfeld ist, das bei der Unternehmensnachfolge beachtet werden muss. Mediation, ein sensibles Change Management, Marketing und Kommunikation sind geeignete Instrumentarien, um die Unternehmensnachfolge erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. So werden Arbeitsplätze gesichert und das geschaffene Lebenswerk erfolgreich weitergeführt. Gelegentlich kommt es zwischen Unternehmen zu Konflikten, die nicht durch ein teures und langwieriges Gerichtsverfahren, sondern durch eine Mediation beigelegt werden können. Ein Beispiel: Firma A errichtet für Firma B eine Lager- und Ausstellungshalle im Wert von 250.000 Euro, die aus einzelnen Aluminiumelementen besteht. Jedoch wird eine Seite der Halle beim Errichten verkratzt und leicht verbeult. Firma B besteht auf Austausch der Bauelemente, doch Firma A kann hier auch aufgrund des hohen Aufwands nicht nachbessern und weigert sich. Im Mediationsverfahren wird nun geklärt, was genau jeder hinter seiner Position vertritt und ob es über das Herausarbeiten der eigentlichen Interessen doch Einigungsmöglichkeiten gibt. Stefanie Roth ist Mediatorin und Coach in Grasbrunn. Sie war in verschiedenen Branchen und Funktionen in renommierten Unternehmen tätig. Dadurch hat sie den wertvollen Background und das komplexe Verständnis für Konflikte im B2B-Bereich. Bei Konflikten zwischen Unternehmen geht es oft um Einhaltung von Verträgen, Vertragsverletzungen, Gewährleistungsfälle, Haftungsansprüche, Qualitätsmängel oder Schadensersatzansprüche. In dem Beispiel, das wir vorhin gesehen haben, geht es darum, dass der Kunde möchte, dass es nachgebessert wird. Was steckt hinter dieser Forderung, ich möchte Nachbesserung? Es könnte ja sein, dass es dem Kunden wichtig ist, dass das Gebäude intakt ist, weil das so eine bessere Außenwirkung hat. Es könnte aber genauso gut dahinter stehen, dass der Kunde Sorge hat, dass das Gebäude so nicht stabil genug ist mit dem Schaden. Und das erfährt man eben, indem man hinter die Position guckt auf die Interessen. Wenn sowohl Firma A als auch Firma B ihre Interessen klar formulieren können und die Gegenseite hört die Interessen und nicht nur die Forderungen, sind vielleicht viel mehr Lösungsmöglichkeiten denkbar als nur diese Forderungen. Seit es das Mediationsgesetz gibt, seit 2012, sind die Gerichte angehalten, Parteien darauf hinzuweisen, dass es auch Möglichkeiten gibt, sich außergerichtlich zu einigen, über eine Mediation, über eine Schlichtung oder ein Schiedsgutachten, ein Schiedsgerichtsverfahren. Idealerweise wäre es aber so, dass sich die Unternehmen, bevor es zu einem Konflikt kommt, überlegen, Streitbeilegungsklauseln in den Verträgen festzulegen. Ein wichtiger Vorteil ist natürlich die Zeit. Bis es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dauert es oft mehrere Monate. Bei einer Mediation muss man einen Mediator finden, einen Termin vereinbaren und die Mediation selbst dauert wenige Stunden bis zu 3 Tagen.
Der nächste Vorteil ist die Vertraulichkeit. Gerichtsverhandlungen sind öffentlich. Eine Mediation findet im Privaten statt. Das heißt, es dringt nichts nach außen, dass zwei Firmen im Streit miteinander sind. Das Mediationsverfahren endet schließlich damit, dass Firma B auf Nachbesserung verzichtet. Dafür errichtet Firma A unentgeltlich einen Parkplatz und beteiligt sich am Schadenersatz. So bietet die Mediation auch im B2B-Bereich eine rasche, günstige, vertrauliche und nachhaltige Konfliktlösung. Das Familienmodell hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Mit dem Wandel der Ehe haben sich auch neue Familienstrukturen etabliert. Auch vor diesem Hintergrund kommt es zu Konflikten, die manchmal nicht selbst gelöst werden können. Hier ist die Familienmediation ein hervorragendes Instrument, um gemeinschaftlich eine gute Lösung zu finden, bei der jeder einen Gewinn hat. Irmgard Grünberg-Welter ist eine erfahrene Wirtschafts- und Familienmediatorin in München. Die Familienmediation hat sich besonders bei Trennung und Scheidung etabliert. Aber auch andere familiäre Konflikte, wie zum Beispiel Erbschaftsstreitigkeiten oder wenn Streit zwischen Erwachsenen und Kindern in der Ablösungsphase oder in Patchwork-Familien kommt die Familienmediation zur Anwendung. Die Beteiligten sind in existenziellen Stresssituationen, was Gefühle auslöst wie Angst, Verzweiflung, Ohnmacht oder Trauer. So wie bei Familie Luft. Das Ehepaar arbeitet im gemeinsamen Unternehmen, doch ihre Beziehung ist seit Jahren belastet. Sie leben getrennt im gemeinsamen Haus und Herr Luft hat bereits eine neue Beziehung. Die beiden gemeinsamen Kinder leiden darunter und auch das Unternehmen. In den ersten Stunden ist die Atmosphäre noch von Misstrauen und Gereiztheit geprägt. Und ich würde ganz gerne, nachdem Sie, Herr Luft, das über den Unternehmensberater überhaupt angeleiert haben mit der Mediation, Sie bitten anzufangen, wenn Sie damit einverstanden sind, Frau Luft. Also für mich ist klar, dass ich meine Frau aus der Firma draußen haben möchte. Ich möchte sie nicht mehr mit in der Firma haben. Und auch will ich, dass wir uns trennen und dass sie aus unserer gemeinsamen Wohnung, aus dem Haus auszieht. Ich möchte auch im Haus bleiben, in unserem gemeinsamen Haus. Und ich möchte, dass du ausziehst aus dem Haus so schnell wie möglich. Ich ertrage es nicht mehr. Die Mediatorin sucht nach Gemeinsamkeiten und Lösungsansätzen. Das Wohl der Kinder ist das gemeinsame Anliegen. Die Firma soll jedoch erhalten bleiben und die Kinder im gewohnten Umfeld weiterhin leben. So ist man in der folgenden Sitzung deutlich gelöster und aufgeschlossener. Frau Luft, Sie haben mir mitgeteilt, Sie waren in der Zwischenzeit beim Anwalt. Ja. Haben sich von dem nochmal beraten lassen, mit dem besprochen. Und sie sagten mir, dass ihr Mann bereit wäre, dass sie quasi mit dem einen Anwalt zu Gericht gehen und die Scheidung beantragen. Genau. Ja, dass meine Frau noch in der Firma bleiben kann, denke ich mal, ist völlig in Ordnung. Ich habe mir jetzt auch einen Unternehmensberater noch dazu genommen, dass der das ein bisschen mit beobachtet, ja. Genau, kontrolliert. Ja. Ja. Die Parteien können in der Mediation durch die geeignete Kommunikation die Erfahrung machen, wie sie solche Konflikte lösen können, gerade im Hinblick auf, wenn die Elternschaft weiter bestehen soll, wenn sie wieder in solche Konfliktsituationen kommen, wie sie dann damit umgehen können. So bietet die Familienmediation eine nachhaltige Einigung, die Beziehungen erhält und somit auch den Kindern eine bessere Basis für ihre Zukunft bietet. So bietet die Mediation maßgeschneiderte Lösungen, die allen Beteiligten gerecht werden. Und doch wissen noch viele nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Die Deutsche Stiftung Mediation hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Weg bekannter zu machen. Die Deutsche Stiftung Mediation hat sich im Jahr 2011 gegründet. Das waren 52 Bürger, meist Mediatoren aus ganz Deutschland, die diese Stiftung gegründet haben. Wir sind also eine echte Bürgerstiftung. Wir sind auch bundesweit unterwegs. Und der Zeitpunkt war bewusst gewählt, als nämlich das erste deutsche Mediationsgesetz im Werden war, das dann im Jahr 2012 in Kraft getreten ist und das übrigens heuer evaluiert wird. Unsere Aufgabe ist und die einzige Aufgabe ganz bewusst ist, Mediation bundesweit bekannt zu machen. Mediation ist in Deutschland noch nicht wirklich breit bekannt. Und das ist schade, weil halt viele Streitigkeiten gar nicht geregelt werden oder aber eben halt in einer Eskalationsform, die es zu vermeiden gilt.